Moinsen, ihr Füchse da draußen. Willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 1. Wir sind immer noch dabei, ein bisschen Kropfzeug. Oh, Snapper. Snapper sind mir zu krass. Das ist der Moment, das uns eindeutig sagt, hier gehen wir nicht weiter. Und gehen stattdessen lieber hier hin und holen uns diesen Höllenpilz. Höhlenpilz? Den Pilz. So, weiter in Richtung altes Lager. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Dammlurker. Der muss hier irgendwo sein. Und wir müssen Laris, glaube ich, noch ein bisschen Kohle bringen, wenn ich mich noch recht entsinne, um dann noch einen Quest zu beenden. Ja. Und wir können natürlich mal versuchen, den einen Kollegen auf die Fresse zu hauen. Aber ich glaube, da sind wir noch zu schwach für. Man könnte es mal ausprobieren. Vielleicht kriegen wir Lefty auf die Fresse. Einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Er möchte ja, dass wir unbedingt immer allen Wasser bringen. Der gute Lefty. Und ich finde, er kann das Wasser auch gerne mal selber vorbeibringen. So, jetzt schauen wir uns mal eben noch da oben um. Da ist so ein Busch, weißt du? Und dieser Busch, der sieht so aus, als könnte man einfach an ihm vorbeigehen. Und dahinter irgendetwas finden. Habe ich recht? Ah, guck mal, hier ist irgendwas. Oh, oh, oh. Okay, warte. Erstmal speichern. Wir sind wieder oben angelangt. Ein Glück. 3-1. Zack. Ich habe mich jetzt ja doch dazu entschieden, einfach das durchzuziehen. Egal, ob das ein bisschen dauert. Jo. Ist das der Höhlenlurker? Was ist das? Das ist kein Lurker. Komm her, du. Komm her, du. Ja, komm ran, du. Varan geplättet. Nice. Wieder ein Varan platt gemacht. Und weitergeschaut, wo es uns hinführt. Okay, jetzt sind wir hier am Wasser. Okay, wir sind nahe des alten Lagers. Des neuen Lagers. Des neuen Lagers natürlich. Ja, manchmal bin ich ein bisschen doof. Da hinten waren wir, glaube ich, auch oben. Na, wir werden es rausfinden. Jetzt gehen wir erstmal Richtung altes Lager. Ich glaube, wir versuchen es mal mit Lefty. Warte, ich ziehe mir mal eben noch was zu essen rein. Und dann probieren wir es einfach gleich mal. Vielleicht klappt es ja. Wahrscheinlich eher nicht. Hier geht es auch noch irgendwie hoch. Man ist ja dann doch ein bisschen neugierig, wo es hinführt. Ich würde sagen, gucken wir auch mal direkt. Wenn wir doch schon mal da sind. Moin zusammen. Spiel speichern. 31. Und mal eben vorsichtig da hochgeeiert und einfach nur mal geschaut, wo es denn hinführt. Wahrscheinlich ins Ork-Gebiet rein. Ich denke, wir kriegen da dann doch gleich einen auf den Deckel. Aber das wird sich zeigen. Bergmoos nehmen wir natürlich mit. Vielleicht kommen bestimmt so ein paar Snapper. Drachenwurzel oder irgendwie. Ist die, ich glaube hier oben, wenn ich mich recht entsinne, genau. Da war ein kleiner Turm. Ich glaube, da steht so ein Turm auf dem Berg. Also hier geht es dann doch noch nicht weiter. Da sind Snapper. Snapper sind für uns momentan das Zeichen. Hier drehen wir mal lieber um. Und gehen wieder zurück. So. So ist es. Man muss aufpassen, was man sagt. Erstmal ab. Moin. Wer versteht, was ich meine. So, Spiel speichern. Wir probieren mal unser Glück. Hey du, du hast Glück. Du bekommst eine neue Chance. Diesmal solltest du es nicht vermasseln. Also, du gehst zum Reislord und dann bringst du schön brav allen Bauern ihr Wasser. Klar? Nein. Nein, das mache ich nicht. Mal gucken. Schon gut, schon gut. Der hat genug. Oh, oh! Versuch das nicht nochmal! Okay, also ich kriege Lefty platt, aber er muss uns angreifen, okay? Alles klar, wissen wir Bescheid. Ist aber kein Problem. Kriegen wir hin. Und lassen wir uns jetzt von ihm wieder voll labern. Dann vergeht ein Tag. Und dann kommen wir halt wieder und da gibt's aufs Fressbett. Hey du, du hast Glück. Du bekommst eine neue Chance. Diesmal solltest du es nicht vermasseln. Also,
Du gehst zum Reislord und dann bringst du schön brav allen Bauern ihr Wasser. Klar? Ja, mal gucken, wenn ich vielleicht Zeit habe, ne? Gerade, jetzt aktuell habe ich gerade keinen Bock, ne? Aber mal schauen. Wir gucken mal. So, weiter geht's. Wir bringen jetzt erstmal, ich glaube, Laris, hat man nicht irgendwo auch so ein Journal? Ich habe es bis jetzt noch nie gebraucht, aber ich glaube, Lok? Da, aktuelle Mission. Die Hütte, Lurker am Damm, Wasserträger für Lefty, Aufnahme neues Lager, Aufnahme Sumpflager, Prüfung des Vertrauens. Kann ich da irgendwie draufdrücken? Hier. Prüfung des Vertrauens. Diego bat mich, Graham wird mir eine Karte geben. Genau, das müssen wir auch noch machen. Gescheiterte Mission, noch keine. Aufnahme neues Lager. Mordrak hat sich bereit erklärt. Ihr seht, das ist alles noch ein bisschen, also man, am besten merkt man sich, was abgeht oder baut sich so ein, macht sich so einen kleinen Zettel. Mir wäre so, als müssten wir Laris, Ohrens wollte ich schon sagen, ein bisschen Kohle bringen. Mal gucken. Ich schnack jetzt erst nochmal Homer an. Vielleicht haben wir ja seinen Dammlurker schon gefunden. Ich habe ja alles platt gemacht, was so an Lurkern rumkreucht und fleucht. Hallo? Nein, tatsächlich noch nicht. Ist der denn dann auf dieser Seite, dass der hier irgendwo ist? Gucken wir gleich mal. Wir schauen mal gleich. Das wird ja dann wahrscheinlich auf dieser Seite sein. Der wird ja auf dieser Seite dann hier immer hinschwimmen und da den Damm anknabbern. Und nicht auf der unteren Seite. Das würde Sinn ergeben. Okay, warte. Jetzt gehen wir erstmal zu Laris. Er dürfte hier vorne. Und ich versuche nochmal ihn anzusprechen. Gibt es da noch eine Version? Nee, verschissen. Da hätte ich noch eine Quest gekriegt, aber ich habe verkackt. Schade. Naja, ist halt so. Moin, darf ich hier wieder durch oder gibt's... Geht noch. So, wo ist er denn? Laris, moin. Ich habe hier deine 400 Erz. Ich habe die 400 Erz. Geil, gut. 500. Sehr gut. Ich denke, das reicht jetzt. Dankeschön, danke schon. Ende. Kann ich bei dir auch was lernen? Ich will mich verbessern. Ich will mich verbessern. Geil, hier können wir auch Stärke reinbuttern. 5 Stärke und nochmal 5 Stärke. Bäm, läuft. Ende. Sehr schön. Wie sieht es jetzt aktuell aus? Wir haben eine Stärke von 65, sind Level 9. Und ein Level sollten wir noch erreichen auf jeden Fall. Das sollte aber machbar sein. Es sind noch ein paar Quests da. So ist es ja nicht. Wir müssen auch noch komplett in die neue Mine. Beziehungsweise in die alte Mine, so heißt es. Und du bist verlassen. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir den Lurker finden. Let's go. Ich denke mal, der wird dann doch hier auf dieser Seite sein. Ich habe das ein bisschen missverstanden. Ergibt ja irgendwie auch mehr Sinn, dass der vom Wasser natürlich kommt und sich dann da unterirdisch da schon, vom Wasser angeschwommen kommt und dann da an dem Damm rumknabbert. Ich glaube, so rum ist sinniger. Wir umkreisen jetzt einfach einmal diesen ganzen Fluss. Und dann werden wir es ja sehen, ne? Einmal vorsichtig drumherum gelatscht und nachgeschaut. Ne, warte, hier wollte ich nicht lang. Hier lang. Da hinten waren wir nämlich noch gar nicht. Der wird ja dann bestimmt irgendwo sein Versteck haben. Sein Zuhause. Nur vorsichtig sein, dass wir nicht sofort in ihn reinlatschen. Ich hätte dann doch gern vorher speichern, wenn er denn überhaupt hier ist. Vielleicht irre ich mich natürlich auch, kann ja sein. Aber ich würde ihn jetzt hier irgendwie erwarten. Damn Lurker, bist du hier irgendwo? Frage fein. Freund will ich nur besuchen. Ist wirklich nur besuchen, kein Stress schieben, ne? Da ist er, das ist ja doch 100 Pro, komm. Wenn da so ein Lurker rumeiert, das kann ja doch nur sein. Oder? Was meint ihr? Moin, bist du der Damm-Lurker? Ja, komm, wir mal aggro. Komm her. Komm, Rando. Jo, den haben wir doch mal ganz entspannt weggeknallt, Alter. Okay, Damm-Lurker ist erledigt, dann können wir Homer gleich Bescheid sagen. Das war, ich glaube, wir sind langsam jetzt doch ganz gut drauf, würde ich sagen. Also inzwischen, so langsam, mausern wir uns zu einem wahren, kräftigen Krieger. Jetzt einfach noch eine bessere Rüstung, noch ein besseres Schwert. Ich glaube, ab Stärke 70 kann man versuchen, dem einen aus dem alten Lager sein Schwert abzu-
ja, zu klauen. Das ist das stärkste Einhandschwert hier im Game. Und dann haben wir eigentlich soweit alles, was wir brauchen, um uns dann gemütlich durch den Rest durchzuschnetzeln, ne? So, mal gucken. Also, wenn wir den, jetzt gehen wir den Quest noch ab und danach schauen wir uns halt um und töten noch so lange, bis wir Level 10 erreicht haben. Uppala. Das soll es dann gewesen sein. Und danach können wir dann erstmal mit der neuen Mine da weitermachen. Oder die alte Mine? Die Mine. Wir müssen ja, wenn ihr euch erinnert, ganz am Anfang haben wir von Diego so einen Zettel bekommen, wo wir überbringen sollen, um halt Nachschub fürs alte Lager zu organisieren. Und ja, das machen wir dann als nächstes, wenn wir Level 10 erreicht haben. Denn ich glaube, in der Mine müssen wir uns auch schon mit Minecrawlern herumschlagen. Und da darf man ruhig ein bisschen stärker sein vorher. Das schadet überhaupt gar nicht. Düdüdüdüdü. So, sagen wir erstmal Huma Bescheid. Huma. Huma. Hi, Huma. Bester Name übrigens. So. Ich habe das Biest erledigt. Gut. Ich habe schon zusammen mit einigen von Reislords Leuten die Schäden behoben, die es bisher angerichtet hat. Auch sie noch schnell. Jetzt kann ich mich endlich mal wieder in Ruhe schlafen legen. Mach das mal, ne? Mach's dir gemütlich, leg dich mal hin. Apropos schlafen. Ich würde auch sagen, wir legen uns auch kurz schlafen. Dann können wir nämlich direkt versuchen, Lev hier auf die Fresse zu hauen. Wobei, apropos auf die Fresse. Ich glaube... Warte mal. Müssen wir einmal die Klamotten aber wechseln. Butlerhose, Schürferklamotten. Da. So. Jetzt sehen wir doch auch aus wie ein Schürfer. Wir gehen aber wieder rein in die Kneipe. Unseren Kumpel, der uns hierher gebracht hat. Ich glaube, den kann man auch auf die Fresse hauen. Dann war irgendwas. Man muss mit ihm schnacken und ihm dann auf die Fresse hauen. Glaube ich zumindest. So, warte mal. Eben die Klamotten wieder gewechselt. So. Aber alles richtig, ne? Ja. Gut. Speichern. Einmal speichern. Für den Fall der Fälle, dass was schief läuft. Und jetzt gucken wir mal. Mordrak. Für dich muss nicht gleich jeder wissen. So, stimmt es, dass du... Ne, Ende. Keine Ahnung, wie hau ich den denn auf die Fresse? Langsam, steck du die Scheißwaffe! Du lernst schnell! Was passiert? Ich glaube, man muss ihn eigentlich irgendwie auf die Fresse hauen, aber wenn wir das jetzt hier machen, gibt's Stress, glaube ich. Das sollten wir lieber unterlassen. Wir können es ja mal probieren. Ah. Er hat ihn fertig gemacht! So, Mordrak. Alles nehmen, was er hat. So. Und wenn er wieder aufgestanden ist, schnacken wir ihn an. Er hat ihn fertig gemacht! Ich habe ihn einfach platt gemacht, den guten Mordrak. Du musst dich entspannen, ist alles wieder gut. Du kannst hier ruhig dein Knüppel wieder wegstecken. Alles gut. Moin. Das hättest du besser nicht getan. Meinst du? Mach, dass du wegkommst. Ich soll jetzt eigentlich mit ihm reden. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Zeig mir deine Ware. Keine Ahnung, was es jetzt gebracht hat. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Okay. Nee, ist gut. Bin durch. Weiß jetzt auch nicht mehr. Also mir wäre, als wäre da was gewesen, aber ist doch egal. Wir haben ihn platt gemacht. Ist cool. Tschüss. Ob das jetzt gut oder schlecht war, wird sich noch herausstellen. Wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen bekommen. Gut. Nun pennen wir kurz und dann versuchen wir es nochmal mit Lefty. Der ist ja auch noch ein bisschen am Aufmucken und ich denke, dem können wir auch inzwischen volles Pfund aufs Maul geben. Jetzt erst recht. Gerade eben haben wir es schon geschafft, aber jetzt haben wir nochmal 10 Stärke mehr. Da sollte was gehen. Deswegen lasst uns kurz pennen. Am besten gleich 2 Tage, dann ist definitiv genug Zeit vergangen, als dass der dann meint, wir wären unserem Job nicht nachgekommen. Und dann gib ihm, würde ich sagen. Da kann ich auch ein bisschen das Blocken lernen. Da werden wir wahrscheinlich ein paar Mal abkratzen, aber... Ich nutze dann den Moment, um ein bisschen blocken zu lernen. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Du hast geschlafen und bist ausgeruht. Ah, oh, mir geht das auch wirklich herrlich. Und jetzt nochmal. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Sind gleich 2 Tage vergangen. Man muss auch mal einfach ein bisschen zu liegen kommen, ne? So. Okay, dann gehen wir jetzt in Richtung des Reislords und speichern vorher nochmal. Und dann gibt's für Lefty mal eben richtig auf die Fresse. Jo, gucken wir mal. Ich habe übrigens wieder mir den Soundtrack rausgeorganisiert. Ich habe die Dinger als MP3 mir damals, wo auch immer, ich
denke auf irgendeiner LAN-Party oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich die ganzen Gothic-Soundtracks 1, 2, 3, Riesen 1, 2 und 3 als MP3 und habe die früher immer beim Lernen gehört, fürs Abitur und so, als beruhigendes Etwas so. Einfach im Background lasse ich das immer laufen und das hat mich beruhigt. Und das mache ich jetzt auf Arbeit wieder, habe ich jetzt mal einen MP3-Player da wieder, Fuba am Start. Und lass das immer ganz leise im Background mitlaufen. Ist voll schön. Hey du, ja? Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ja, weiß ich. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Ich habe dir gar nichts versprochen. Der hat genug. Oh oh. Oh, der Reislord dreht durch. Der Typ verdrückt sich. Ja, Mario. So, warte. Ich hätte jetzt ja gerne den guten Lefty noch gelootet. Warte mal, ich speichere mal eben ab. Kurz gucken, ob ich den noch eben looten kann. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Haut er mir gleich wieder auf die Fresse? Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf, aber jetzt ist gut. Okay. Na, mein Freund? Na, mein Freund? Mann, was willst du? Ich hatte einen schlechten Tag und suche einen Ausgleich. Halt mal still. Die Bauern sehen durstig aus. Die Bauern sehen durstig aus. Ich kümmere mich drum. Mach dir keine Sorgen. Ja, geil. Okay, er ist jetzt am Start. Sehr gut, sehr gut. Bevor ich jetzt mich mit Essen vollstopfe, pennen wir eben nochmal kurz einen Tag, ganz ehrlich. Dann heilen wir uns automatisch. Und ja, dann machen wir uns jetzt mit dem Rest auf den Weg und versuchen noch die letzten paar. Wie viel fehlen uns noch? Guck mal, das ist nicht mehr viel. Das sind 2, 3 Monsterkloppen. Dann haben wir Level 10 und dann passt es schon. Was ist er für einer? Die Bauern rennen los, na? Müsst ihr arbeiten, wa? Keine Sorge, Lefty kümmert sich, dass ihr auch nicht verdurstet. Ich hab mal bisschen mit ihm geredet, sag ich mal, ne? Hat da so ein paar Argumente ausgetauscht. Lief alles gut. Ich hätte ihn gerne halt komplett gelootet, aber naja. Passiert. Vielleicht das nächste Mal, wenn ich einen platt mache. Kann ja nicht an, dass der Reichslord auch gleich noch angerannt kommt. Den wollte ich dann doch nicht platt machen. Was ist los? Wieso kann ich nicht pennen? Leg dich mal hin. Komm. Genau, so ist fein. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Sehr gut. Wir sind ausgeruht. Und nun können wir wieder los abenteuern. Direkt mal speichern. Ach, das war sehr gut. Und eine Nagelkeule von ihm abgezogen. Immerhin, nicht verkehrt. So. Ach, so ein schönes Spiel, wirklich. Ich freue mich auch richtig doll jetzt schon auf Gothic 2. Es wird so gut. Es wird so gut. Wobei die Nacht des Raben soll ja richtig fordernd sein. Da ist das hier ist ja mega easy wohl. Wenn man weiß, was man macht, inzwischen verstehe ich es auch langsam. Wenn man das Kampfsystem einmal verstanden hat, und so schwer ist es ja gar nicht. Man darf halt nicht komplett blöd sein, so wie ich. Ich hab das damals nicht. Ich hab ein paar Button gesmashed und so. Ich hab mich da nicht mit befasst. Und dachte, was ist da los? Und dann den Marvin-Mode und gib ihm. Aber das hier, wenn man sich ein bisschen drauf einlässt. Mal gucken. Ich werde noch ein richtiger Meister dank euch. Ich sag euch das. Deswegen Props und Danke an alle, die mich hier so fleißig in den Kommentaren unterstützen und mir Tipps und Tricks geben. Das Gothic wird jetzt auch wieder so einer meiner Yearly Driver sozusagen, dass man immer mal wieder rauskramen kann. Habe ich auch vorher schon immer gemacht, aber wie gesagt. Das Kämpfen hat mir nie Freude bereitet und jetzt, inzwischen, schon. So, jetzt suchen wir uns noch ein paar kleine Monster zum Prügeln. Wir dürfen ruhig diese Ork-Bestien sogar platt machen. Das sollte inzwischen gehen. Also eine geht wohl, wenn wir uns nur einer stellen. Sollte machbar sein. Da können wir mal hier unten lang gehen. Was ist denn hier unten? Bis jetzt sind wir immer nur oben lang gegangen. Lass uns doch mal unten lang gehen. Da ist doch 100 Pro auch noch irgendwas zu finden. Gehen wir mal vorsichtig gucken. Man sieht auf jeden Fall irgendwie so eine Art Feuer oder so. Sieht aus, als würde hier ein Feuer brennen. Dö. Sind das dunkle Goblins? Schwarze Goblins? Ich speichere erstmal. Spiel speichern. 31. Das nämlich die Schwarzen sind, die machen einen ja dann doch ganz gut platt. Oh ja, es sind die Schwarzen und es sind sehr viele davon. Zu viele. Okay, das wird nichts. Ha, scheiße. Da lade ich doch nochmal. Ja, alles gut. Also hier springen wir dann doch lieber nicht rein. Das ist ein bisschen zu krass.
Wir gehen mal oben lang und holen uns die Warane. Das geht wohl. Meine Lieben, ihr könnt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben, wie man am besten so eine Gruppe von diesen Goblins jetzt auch angeht. Ne? Da wüsste ich es aktuell noch nicht, weil die werden dann meistens alle auf einmal aggro und dann kriegst du ja doch auf die Fresse, ne? Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, meine Lieben, lasst euch bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Ich bedanke mich dann jetzt erstmal an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und gucken mal, dass wir noch ein paar Monster finden. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.